Und an der Stelle übergebe ich. Ich freue mich sehr, dass die Firma Lesa mitmacht und auf geht's in Hamburg. Ja, wir freuen uns auch. Vielen Dank, dass wir alle eingeschaltet haben. Wir befinden uns hier live im Laser-Chatroom zum technischen Training Sicherheitsventile. Ja, das ist der Laser-Chatroom. Sie sehen hier, wir können die Demonstration von unterschiedlichen Sicherheitsventilen darstellen. Wir haben verschiedene Ventile, die wir heute kennenlernen in Bezug auf Fachthemen, Gegendruck, Eintrittsdruckverlust, die Funktionseigenschaften von Sicherheitsventilen, verschiedene Themen, die wir behandeln und auch an unterschiedlichen Detail, ja, Bildern heute ein wenig kennenlernen werden. Unsere Demonstrationsanlage selber ist wie folgt aufgebaut. Sie sehen hier auf der rechten Seite den Druckkessel. Der Druckkessel, der wird gefüllt mit Luftdruck in diesem Falle vom Prüfstand. Unser Prüfstand befindet sich neben dem Gebäude hier, wird befüllt mit, ja, mit 100 Bar, kommt es rüber, wird reduziert im Keller. Es gibt einen großen Speicherort nochmal im Keller. Dann befüllen wir diese Anlage hier, werden verschiedene Sicherheitsventile, die angefahren werden können, Funktionsweisen vom pilotgesteuerten Sicherheitsventil, Funktionsweisen vom federbelasteten Sicherheitsventil und verschiedene Demonstrationen, die hier zu fahren sind. Genau, ich würde auch nicht viel Zeit verlieren und mit dem ersten Thema Überdruckabsicherung beginnen und dafür einmal in die Präsentation schalten, um Ihnen ein, zwei Dinge hier zu erläutern. Genau, das erste Thema Überdruckabsicherung. Schauen wir einmal rein. Woher kommt überhaupt das Thema Überdruck? Wir müssen uns die Begrifflichkeit des Überdruckes ja, herleiten. Herleitung bedeutet, wir schauen in die Norm. In diesem Falle ist hier dort die ISO aufgelistet, genauso zu finden in der API-Norm mit etwas anderen Begrifflichkeiten, aber hier die ISO-Norm aufgelistet. Sie sehen auf der rechten Seite ja, der Ausschnitt aus der ISO-Norm. Wir beginnen unten mit einem sogenannten Set Pressure auf der Sicherheitsventilseite, genannt als Maximum Allowable Pressure auf der Kesselseite. Das bedeutet, wir haben einen unteren Bereich, das ist unsere 100%-Marke dort, wo das Sicherheitsventil beginnt zum Ansprechen. Ansprechdruck werden wir nachher noch kennenlernen. Dort gibt es Unterschiede, die wir ja etwas genauer erläutern sollten und uns anschauen sollten. Also, unsere unterste Grenze 100%, das ist der Bereich, das Sicherheitsventil beginnt zu öffnen. Obere Grenze, auf der rechten Seite genannt, in der Sicherheitsventilseite Relieving Pressure, linke Seite Maximum Allowable Accumulated Pressure. Das bedeutet, das ist unser Bereich, unsere oberste Grenze. An dieser Position muss das Sicherheitsventil den vollen Hub und die volle Leistung abführen. Genau, oberste Grenze, voller Hub, volle Leistung. Darüber gibt es selbstverständlich der Anlagenplaner ein, ja, ein Sicherheitsrisiko, ein Puffer drauf plant, aber das ist unser Bereich. Spätestens hier muss gemäß Regelwerk voller Hub, volle Leistung abgeführt werden. Dazwischen finden wir jetzt den Begriff, den wir uns gerade hergeleitet haben, Überdruck. Das ist unser sogenannter Overpressure, der in, ja, in Regelwerken dargestellt wird als sogenannter Überdruck. Angegeben als ja, Potenzsatz in diesem Potenzsatz hier. Sehen Sie auch auf der rechten Seite mit einem X dargestellt. Die Regelwerke schauen wir uns gleich noch einmal genauer an. Das ist der Bereich in der Mitte. Damit haben wir uns den Begriff Überdruck schon mal hergeleitet, kommend aus der Norm, dargestellt als Prozentsatz in diesem Falle, zu finden der ISO, ASME, API-Norm und ja, dort. Auf der rechten Seite sehen Sie, beziehungsweise oben nochmal Ansprechdruck, voller Hub, volle Leistung, wichtig zu wissen in diesem Falle. Das Ganze erklärt Überdruckszenarien. Dieser Überdruck, den wir absichern müssen, kann in verschiedenen Anlagensituationen auftreten. Auch hier gibt es Regelwerke, wie Sie hier sehen, API-Norm 521, unsere ISO 23251, die einfach häufige ja, Überdruckszenarien uns vorgibt. Dort ist eine Auflistung dieser Überdruckszenarien. Das sind die häufigsten Szenarien, die hier passieren können. Sie sehen das Anlagenbeispiel auf der Seite hier etwas genauer dargestellt. Das möchte ich anhand des Thema Überdruckes einmal direkt am Kessel erklären. Stellen Sie sich vor, wir befinden uns im Hamburger Hafen. Wir haben ein sogenanntes Tanklager. Einfachste Situation in diesem Falle hier. Unser Kessel wird befüllt. Das Schiff dockt an. In diesem Falle wäre unsere, ja, unsere Befüllungsanlage unser Prüfstand. Wir bekommen die Druckluft. Wir haben eine sogenannte Entnahmeleitung, die hier zu der Seite abgeführt wird. Der Kessel muss entleert werden danach wieder.
Genau, dieses Anlagenbeispiel, was Sie hier sehen, es gibt jetzt verschiedene Dinge, wie diese Anlage natürlich aufgebaut werden kann. Stellen wir uns ein ganz einfaches Beispiel, eine Steuereinheit vor in diesem Falle. Steuereinheit, dort haben wir verschiedene Absperrventile dran montiert, die elektronisch geregelt werden. Wir haben verschiedene Sensoren, die die Überwachung des Druckkessels sichern. Einmal ein Drucksensor dargestellt, auch oben zu sehen in der Präsentation in der Anlage, Drucksensoren. Füllstandsüberwachung, die quasi elektronisch absichern, bevor es zu einem Überdruckszenario oder ähnliches kam. Jetzt kann es verschiedene Szenarien. Wir halten uns jetzt an den wichtigsten gemäß der Norm, beispielsweise zu einer chemischen Reaktion kommen. Chemische Reaktion bedeutet in diesem Falle, falsches Medium wird eingeführt. Falsches Medium bedeutet, wir haben ein Schiff, sollte eine Flüssigkeit, bleiben wir bei Wasser rein, Wasser eingefüllt, es wird eine andere Substanz eingefüllt. Sollte nicht passieren, ist des Häufigeren auch im Hamburger Hafen schon wieder vorgekommen. Es gibt genug Regungen, die da vorgeschaltet werden, aber es ist vorgekommen, falsches Medium. Es kommt zur chemischen Reaktion im Kessel. Dafür haben wir beispielsweise ein Sicherheitsventil auf der oberen Seite. Sehen Sie ganz oben auf dem Kessel installiert ein Sicherheitsventil in diesem Falle. Ein sehr schwieriges Überdruckszenario abzusichern. Natürlich, es gibt zigtausende bis ja, deutlich mehr Überdruckszenarien, die Sie da absichern sollten müssen. Man nimmt den Worst-Case-Fall, also ein sehr schwieriges Überdruckszenario. Wie groß muss sich das Sicherheitsventil eigentlich dimensionieren? Genau, es kann zur Überfüllung kommen. Overfilling nennt sich das Ganze. Wir können in diesem Falle blockierte Absperreinheiten haben. Es fällt eine Absperreinheit aus, es kommt zur Überfüllung. Die Überfüllung kann beispielsweise ausgelöst werden durch einen Defekt des Drucksensors. In diesem Falle würde der Drucksensor ja, der Steuereinheit Bescheid geben, hallo, mein Kessel ist voll, beziehungsweise die Füllstandsüberwachung, mein Kessel ist voll gefüllt, bitte stell die Pumpe ab. Falls wir einen Defekt der Füllstandsüberwachung haben, würde es hier weiterhin ja, zum Pumpen des Sicherheits, zum Pumpen der Anlage kommen. Er würde den Kessel weiter befüllen und für das ebenfalls das Sicherheitsventil oben auf dem Kessel installiert. In diesem Falle wäre das Wichtigste ja, bezüglich Auslegung, wie viel fördert meine Pumpe? Das ist das Minimum, was unser Sicherheitsventil oben auf dem Kessel abführen muss, so ein wenig die Größenordnung dann einschätzen zu können. Dort gibt es natürlich auch noch andere Dinge, die zu beachten sind. Andere Szenarien, chemische Reaktionen hatten wir. Die Überfüllung hatten wir beispielsweise. Die Normen nennen noch blockierte Ableitungen können vorkommen. Und das Ganze können wir uns auch einmal noch in der Präsentation angucken. Dort sind die noch einmal zusammengefasst. Schauen wir hier, das ist das fiktive Anlagenbeispiel, was Sie kurz gesehen haben. Sicherheitsventil auf dem Kessel, Sicherheitsventil nach der Pumpe geschaltet, Sicherheitsventil zwischen Absperrarmaturen, also geschlossene Leitungen, die dort abgesichert werden. In diesem Falle haben wir hier die verschiedenen Situationen dargestellt. Die Ausgangssituation noch einmal. Chemische Reaktion haben Sie gerade gehört. Falsches Medium wird eingeleitet. Thermische Expansion, auch ein Szenario, was wir soeben noch nicht genannt haben. Das bedeutet thermische Expansion. Wir haben einen Leitungsabschnitt. Wir sperren Absperrventile ab. Es befindet sich noch Restmedium in der abzusperrenden Leitung. Es dehnt sich aus und wir haben eine thermische Reaktion, thermische Expansion und damit haben wir das Sicherheitsventil auf der Leitung, die dieses Überdruckszenario dann abführen würde. Ja, unser Prüfstand bekommt ebenso Druckluft, Druckluftkessel, die auf dem Hof hier installiert sind. Auch die können sich durch die Sonnenanstrahlung das Medium ausdehnen. Das wäre auch eine typische thermische Expansion. Hier geht es in den meisten Fällen um sehr geringe Mediumströme, die abzuführen sind. Externes Feuer, soeben auch noch nicht genannt. Externes Feuer, wenn in unserem Laser-Chatroom hier ein Feuer ausbrechen würde, würden Sie ebenso einen Anstieg des Druckes im Kessel natürlich haben. Das Medium dehnt sich aus und das ist der sogenannte Fire Case, der dort berechnet werden muss. Greifen auch unterschiedliche Regelwerksanforderungen in diesem Falle. Überfüllung haben wir gesagt. Füllstandsüberwachung könnte einen Defekt haben oder weitere Sensoren fallen aus. Blockierte Leitung, Ableitung haben wir ebenfalls gesagt. Ein Absperrventil schließt die Pumpe hier als Bypass einfach nur dargestellt. Kann natürlich auch andere ja, Szenarien geben, die wir hier installieren können, aber hier jetzt ganz einfach ein Bypass dargestellt. Das Sicherheitsventil führt das Medium ab und es wird in diesem Fall im Kreis gepumpt.
Damit haben wir das Thema Überdruck uns erläutert. Sie finden hier noch einmal das sogenannte Entlastungsprinzip, also der Überdruck, der Bereich als Prozentzahl, den wir eben kennengelernt haben aus der Norm, führt dazu, das ist der Bereich, den wir absichern müssen. In diesem Falle sehen Sie hier noch mal einmal das Sicherheitsventil beim Abströmen. Ich lasse es noch einmal durchlaufen, dann sehen Sie es noch einmal. Das Sicherheitsventil würde jetzt leicht anfangen. Der Ansprechdruck ist erreicht, das Sicherheitsventil öffnet. Dann haben wir das schlagartige Öffnen, was wir gleich noch kennenlernen werden. Und danach wird der Druck in der Anlage abgebaut und das Sicherheitsventil schließt wieder. Das wäre der Begriff Überdruckabsicherung. Überdruck, was ist überhaupt Überdruck? Jetzt fangen wir vor mit den Funktionseigenschaften von Sicherheitsventilen. Hier sprechen wir über federbelastete Sicherheitsventile. Federbelastete Sicherheitsventile, wir haben als erste Kraft unsere Federkraft, eine Federkraft, die in diesem Falle hier aufgebaut wird, in der Federhaube. Sie ist zwischen zwei Federtellern platziert, damit erzeugen wir die Federkraft, die Feder wird gespannt. Somit haben wir eine Federkraft von oben und wir haben eine Druckkraft des Mediums von unten in diesem Falle. Das wäre in diesem Falle die Federkraft, die Federkraft eines normalen Sicherheitsventils, hier dargestellt am API-Ventil. In diesem Falle wäre die Federkraft höher als die Druckkraft des Mediums, haben wir natürlich ein geschlossenes Sicherheitsventil. In diesem Falle wäre es die Ausgangssituation. Wenn wir nun einen Druckanstieg haben, einen Druckanstieg in der Leitung, der Druck steigt, steigt, steigt und überwindet die Federkraft. Die Federkraft stellen wir mit so einer sogenannten Druckschraube ein. Die Druckschraube finden Sie in diesem Falle unter der Kappe. Druckschraube würde auf dem oberen Federteller drücken und von dem oberen Federteller in diesem Falle erzeugen wir die Kraft auf die Feder und je nach Ansprechdruck oder ähnliches werden wir das Ganze natürlich dann einstellen, was der Kunde, was Sie uns, was Kunden uns vorgeben. Genau, wenn wir die Federkraft übersteigen, in diesem Falle, würde das Sicherheitsventil öffnen und je nachdem in ein geschlossenes System, haben wir Luft, haben wir unkritische Medien, kann es ebenso in offenen Systemen, das ist je nach Anlagensituation dann der Fall. Genau, also Grundfunktion eines Sicherheitsventils, in diesem Falle der Ausgleich der Kräfte. Beim pilotgesteuerten Sicherheitsventil reden wir noch über anderen Funktionen, die wir uns gleich anschauen. Aber ein kurzer Schwenker in die Präsentation, wie das Ganze von innen beim federbelasteten Sicherheitsventil aussieht. Wir haben kurz darüber gesprochen. Wir erzeugen die Federkraft in der Federhaube hier nochmal als Schnittdarstellung dargestellt. Die Feder zwischen den Federtellern, die Druckschraube drückt auf den oberen Federteller in diesem Fall und erzeugt die Kraft nach unten. Wir haben eine Schließkraft, ein geschlossenes System zwischen Teller und Sitzbuchse in diesem Fall und von unten an stehen die Druckkraft des Mediums. Diese beiden Kräfte wirken gegen. Und die beiden Grundzustände sehen Sie hier einmal ganz einfach dargestellt. Geschlossenes Sicherheitsventil und geöffnetes Sicherheitsventil in diesem Falle. Kräfte werden in diesem Falle dargestellt mit FS für die Federkraft und FP für die Druckkraft des Mediums, die sich aus verschiedenen Dingen dann zusammensetzen. Hier sehr schön dargestellt, einmal ein Schnittmodell anhand einer Animation. Das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, wie öffnet und schließt eigentlich ein Sicherheitsventil? Die Grundfunktionen sehen Sie einmal hier. Wenn wir nachher über die über verschiedene Regelwerke, über die Funktionseigenschaften im Detail gleich noch einmal sprechen, werden Sie sehen, dass, wie Sie es hier in der Animation dargestellt ist, hat einen besonderen Ablauf, den wir hier darstellen und erreichen. Ich lasse es noch einmal in Ruhe durchlaufen. Wir erreichen den Ansprechdruck, das Sicherheitsventil öffnet ganz leicht. Danach haben wir ein schlagartiges Öffnen nach oben. Der Überdruck in der Anlage wird abgebaut. Das Medium kann ausströmen. Nachdem die Federkraft wieder die Druckkraft des Mediums übersteigt, schließt das Sicherheitsventil wieder. Nun wäre das Sicherheitsventil wieder geschlossen. Regelwerke. Wir haben gerade darüber gesprochen, das Ganze ist in verschiedenen Regelwerken dargestellt. Generell ist die 10%-Regelung in diesem Fall entscheidend. 10% Überdruck sollten generell abgesichert werden. Aber es gibt Ausnahmen und diese Ausnahmen schauen wir uns einmal an. Das erste Regelwerk hier, wir reden über Öffnungsdruckdifferenzen. Da reden wir quasi unseren Prozent-X-Satz des Überdruckes und wir reden über Schließdruckdifferenzen. Das ist der Bereich, den das Sicherheitsventil braucht, um wieder zu schließen. Fangen wir mal an. Das erste Regelwerk in diesem Falle ist das DIN-Regelwerk.
Das DIN-Regelwerk schreibt uns vor, wir haben eine Öffnungsdifferenz von 10%. Das bedeutet, wenn wir einen Ansprechdruck bei 100% von 10 Bar definieren, muss das Sicherheitsventil spätestens bei 11 Bar den vollen Hub und die volle Leistung abführen. Das ist das, was Sie aus dem Thema Überdruck eben mitgenommen haben. Dann gibt es auch noch eine sogenannte Schließdruckdifferenz. Die finden wir auf der linken Seite mit minus 15% dargestellt. Das bedeutet in diesem Falle bei minus 15%, also bei 8,5 Bar von unserem Beispiel eben vorher genannt, muss das Sicherheitsventil wieder vollständig geschlossen sein. Und das hat nun auch für den Anlagenbetreiber gewisse Voraussetzungen, wie lege ich meine Anlage selbst eigentlich aus? Nach welchem Regelwerk gehe ich dort? Das bedeutet, nach welchem Regelwerk, wenn ich bei minus 15% darf mein üblicher Betriebsdruck der Anlage selbstverständlich nicht über diese 8,5 Bar im Normalbetrieb laufen. Das hatte zur Folge sonst, Sicherheitsventil öffnet, das funktioniert, aber wenn wir dann wieder unterhalb dieser Grenze gehen, würde das Sicherheitsventil nie wieder schließen. Deswegen müssen wir aufpassen, gemäß Regelwerk unsere Anlage dementsprechend auch auszulegen. Ja, das AD-Regelwerk. Sie finden hier das AD-Regelwerk. Wir haben 10% in diesem Falle. Das AD-Regelwerk hat eine Besonderheit. Gerade hier bei uns im deutschen Bereich gibt es die Unterscheidung. Und das ist die Besonderheit, es gibt es nur im AD-Regelwerk. Die Unterscheidung zwischen Normalventil und Proportionalventil und Vollhubventil. Also diese Regelung für Dämpfegase, die Sie hier auffinden, gilt für Normal- und Proportionalventil. Das ASME-Regelwerk sehen Sie hier mit minus 7% und 10% und dementsprechend würde quasi das API-Regelwerk lehnt sich an dem ASME-Regelwerk an und nennt uns nur typische Bereiche, gibt uns aber keine konkreten Anforderungen hier. An der Stelle eine ganz kurze Frage, Herr Oerding. Selbstverständlich. Die Frage, beziehen sich die 10% bzw. 15% Schließdruckdifferenz auf Flüssigkeiten oder Gase? Genau, in diesem Falle, ich werde gleich noch einmal, vielen Dank für die Frage erstmal, ich werde gleich noch einmal die für Flüssigkeiten nennen. Es gibt, die Regelwerke schreiben unterschiedliche Mediumarten vor. In diesem Falle haben wir hier dargestellt die Regelwerke für Dämpfe und Gase. Und gleich werden Sie nochmal sehen, Flüssigkeiten geben uns andere Öffnungs- und Schließdruckdifferenzen vor. Also da wäre quasi der Unterschied. In diesem Falle, was Sie jetzt hier sehen, steht nochmal, glaube ich, drüber, wenn Sie es lesen können, Öffnungs- und Schließdruckdifferenz für Dämpfe und Gase. Genau, die Unterscheidung. Ich habe gesagt, das AD-Regelwerk hat eine Besonderheit. In diesem Falle, es kennt auch das Vollhubventil. Und das Vollhubventil beinhaltet ähnlich wie das normale AD-Regelwerk, minus 10% Schließdruckdifferenz. Wir reden immer noch über Dämpfe und Gase, aber muss innerhalb von 5% öffnen. Und lassen Sie uns einmal das High-Performance-Ventil anschauen. Das High-Performance-Ventil finden wir hier auf der Seite vom Chatroom. Das High-Performance-Ventil hat eine Besonderheit. Wie erreichen wir diese 5%? Es ist zugelassen gemäß AD-Regelwerk, 5% Öffnungsdifferenz. In diesem Falle wird das Funktionsverhalten mit der sogenannten Hubglocke. Also es ist eine andere Konstruktion des Tellers in diesem Falle. Wir finden hier eine deutlich größere Hubglocke in dem High Performance als in dem API-Ventil, was gemäß anderen Regelwerken, die wir gerade gesehen haben, die Zulassung hat. Also hier wird die 5% erreicht, da wir auch nicht konstruktiv beispielsweise am API-Regelwerk gekoppelt sind bezüglich Konstruktion, können wir hier unsere Tellerkonstruktion quasi ausleben, sodass wir die 5% innerhalb von 5% das Öffnungsdifferenzverhalten erreichen. Also Besonderheit bei einem High Performance. Genau, dann schauen wir einmal wieder in die Präsentation kurz zurück. Das, was ich kurz gesagt habe, also nochmal das Bild einmal innerhalb von 5%, High Performance haben Sie gesehen, der Teller ist hier entscheidend. Für Flüssigkeiten, um auch nochmal auf die Frage eben zurückzugehen, für Flüssigkeiten sehen Sie hier, also das würde jetzt für Flüssigkeiten gelten, da unterscheiden die Regelwerke sich nicht. DIN-Regelwerk 10-20, AD-Regelwerk 10-20, das ASME-Regelwerk hat eine Öffnungsdifferenz von 10% und eine Schließdruckdifferenz, die keiner Anforderung entspricht. Also hier finden wir keine Anforderung, aber da Sicherheitsventile auch einer anderen Regelwerken entsprechen müssen, lehnen wir uns natürlich an den anderen Regelwerken hier an. Aber generell in der Norm selber steht keine Anforderung für die Schließdruckdifferenz.
um noch ein wenig das Funktionsprinzip genauer zu erläutern. Funktionsprinzip. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Sie haben die Animation gesehen, wie das Sicherheitsventil öffnet und schließt. Und vereinfacht gesprochen sehen Sie es hier. Der Druck in der Anlage würde steigen. Wir würden den üblichen Betriebsdruck überschreiten in diesem Falle. Dann erreichen wir irgendwann den Ansprechdruck. Der Ansprechdruck bei uns als Initial Audible Discharge, werden wir gleich nochmal im nächsten Thema genauer darauf eingehen. Der Ansprechdruck, das ist der Moment, wo das Sicherheitsventil beginnt, bei uns zu öffnen, unsere 100%. Dann haben wir einen leichten proportionalen Bereich, bis wir den sogenannten Pop-Punkt erreichen. Der sogenannte Pop-Punkt, das ist der Bereich, Sie haben kurz von mir die Tellerkonstruktion gesehen. Wir erreichen jetzt die größere Fläche des Tellers. Das Sicherheitsventil beginnt leicht zu öffnen. Nun greifen wir die größere Fläche der Hubglocke an und damit erreichen wir ein schlagartiges Öffnen nach oben und erreichen den vollen Hub in diesem Falle hier. Sie sehen oben rechts nochmal kleine gepunktete Striche. Das bedeutet, dass auch wenn das Sicherheitsventil geöffnet hat, wir noch einen weiteren Druckanstieg in der Anlage haben können bei sehr kritischen Anlagensituationen. Aber die 10% in diesem Falle gemäß diesem Regelwerk, was hier jetzt erstmal aufgelistet ist, müssen eingehalten werden. Herr Oerding, ganz kurz an der Stelle eine Frage von einem der Teilnehmer. Sind die Regelwerksanforderungen obere oder untere Grenzen? Obere Grenzen. Das sind die Maximalwerte, die Sie gerade gesehen haben. Die Maximalwerte, wenn wir über die Hubdruckdiagramme, die Sie gerade gesehen haben, plus 10%, minus 10% sehen, das sind die absoluten maximalen Grenzen für uns, beziehungsweise bei 10% muss das Sicherheitsventil den vollen Hub und die volle Leistung abführen und je nach Regelwerk, was die Schließdifferenz angegeben hat, da muss das Sicherheitsventil wieder vollständig geschlossen sein. Also in diesem Falle, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden, die Maximalwerte. Hier sehen wir jetzt auch die Maximalwerte dargestellt, aber wir finden in dieser Zeichnung ein annäherndes Verhalten des Sicherheitsventils. Also es würde dementsprechend je nach Anlagensituation schon vor diesen 10% selbstverständlich öffnen und auch je nachdem früher schließen, vor diesen 20% in diesem Falle dargestellt. Aber je nach Anlagensituation, je nach Überdruckszenarien haben wir hier quasi unterschiedliche Verhalten. Aber das sind die Grenzen, die wir einhalten müssen. Und dafür sind wir Sicherheitsventilhersteller gefordert. Das müssen wir. Sie bestellen gemäß Regelwerk. Wir müssen ausführen. Das wäre das typische Verhalten, was Sie hier sehen einmal. Noch einmal kurz erläutert. Überdruck steigt. Wir erreichen die 100%. Wir definieren die 100% als Ansprechdruck. Werden wir gleich noch einmal sehen. Wir haben einen kleinen proportionalen Bereich. Dann erreichen wir die größere Fläche der Hubglocke. Wir haben den sogenannten Pop-Punkt. Das Sicherheitsventil macht den vollen Hub und die volle Leistung in diesem Fall. Überdruck wird abgebaut der Anlage, das Sicherheitsventil beginnt wieder leicht zu schließen und danach sehen Sie auch hier jetzt mal dargestellt bei ca. 50-60% haben wir den kleinen schnelleren Hub nach unten, wo das Sicherheitsventil wieder schließt und wir natürlich wieder in der kleineren Fläche sind. Noch eine kurze Animation dazu. Schauen wir noch einmal rein hier. Sie sehen, das ist ein wenig, nochmal herangezoomt. Das ist das Verhalten, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Bei dem nächsten Durchlauf werde ich Ihnen noch zwei Worte dazu sagen. Herr Oerding, ganz kurz. Zwei Fragen. Die erste Frage. Bei Ventilen mit ASME-Flansch, in Klammern ANSI, ist auch der Schließdruck und Öffnungsdruck nach ASME? Bitte, können Sie noch einmal wiederholen? Das war gerade weg beim letzten. Entschuldigung, gerne. Die erste Frage. Bei Ventilen mit ASME-Flansch, in Klammern ANSI, ist auch der Schließdruck und Öffnungsdruck nach ASME? Das ist gemäß Regelwerke. Es kann natürlich auch vorkommen. Es geht immer darum, in welcher Konfiguration, nach welchem Regelwerk Sie das Sicherheitsventil selber bestellen. Nach welchem Regelwerk soll das Sicherheitsventil entsprechen? Wenn Sie uns weitergeben, wir möchten das Sicherheitsventil gemäß ASME-Ausführung, dann werden Sie sicher gehen können, dass es gemäß ASME-Ausführung die Grenzen einhält, was Sie wiederum dann es gibt Flansch-Sonderbearbeitung und Ähnliches, die dort durchgeführt werden können. Deswegen muss man in diesem Falle etwas aufpassen und kann nicht, das denke ich jetzt mal, einfach pauschalisieren. Also es geht hier wirklich darum, welche, ja,
Nach welchen Anforderungen, nach welchem Regelwerk wird das Sicherheitsventil bestellt? Die nächste Frage, die wir haben, ist: In den Regelwerken bis auf API wird nicht auf zwei Phasenfälle eingegangen. Wie macht man dazu richtige Angaben, beziehungsweise wie geht man damit um neben der Omega-Methode, also und ISO 4126? Okay, das würde etwas den Rahmen sprengen, wenn wir wirklich im Detail darauf eingehen. Wir können aber, ist jetzt extra in dieser Session nicht dargestellt, das Thema. Dort gibt es gemäß Regelwerk, wie schon richtig gesagt, andere Anforderungen. Wir reden hier nicht über das, was Sie gerade gesehen haben, Zweiphasenströmung. Gerade hier gibt es andere Öffnungs- und Schließdruckdifferenzen. Ja, kann ich gerade nur zu sagen, müsste man im Detail nochmal im Regelwerk reinschauen und beziehungsweise, wenn Sie mehr wissen wollen, da nochmal den Experten wieder ranholen. Ich denke, Sie stehen ja auch nochmal später. Wir versenden ja selbstverständlich auch Ihre Kontaktdaten, da Ich nochmal Rede denke und auch, Antwort. dann genau. Wir haben So auch machen. nochmal eine Frage reinbekommen. Gilt das Sicherheitsventil als dicht, nachdem es angesprochen hat und wieder geschlossen hat, oder muss dieses ausgetauscht revidiert werden? In diesem Falle, also Anlagenbetreiberseite ist dargestellt. Also ich schiebe die Frage etwas nach hinten zu dem Thema Dichtheit, aber es gilt nicht unbedingt als dicht danach. Wir müssen schauen. Geben Sie mir 10 Minuten und dann sind wir beim Thema. Dann schnappe ich mir das und gehe einmal im Detail drauf ein. Dafür brauche ich die Grafik, dann verstehen wir es. Das nächste Thema wäre die Grundfunktion von pilotgesteuerten Sicherheitsventilen. Von pilotgesteuerten Sicherheitsventilen, hier reden wir über andere Anforderungen. Wir haben eben Grundfunktion federbelastete Sicherheitsventile auf der anderen Seite gesehen. Federbelastete Sicherheitsventile reden wir über unterschiedliche Kräfte, Kräfte der Feder, Federkraft und Kräfte des Druck des Mediums. In diesem Falle hier nutzen wir die Formel, wenn Sie sich erinnern, Kraft ist Druck mal Fläche. In diesem Falle erzeugen wir keine Federkraft, sondern das Medium wird vom Eintritt des Sicherheitsventils über die parallele Rohrleitung, die Druckentnahmeleitung, die Sie hier sehen, durch den Piloten geführt und dann in den sogenannten Dombereich, den Dombereich des pilotgesteuerten Sicherheitsventils hier. Der Dombereich ist größer als der Eintritt des Sicherheitsventils in diesem Falle. Wir haben den gleichen Druck, sowohl im Eintritt des Sicherheitsventils als auch im Dombereich. Aber da die Fläche des Dombereichs größer ist, erzeugen wir eine größere Schließkraft. Hat selbstverständlich auch den Vorteil in diesem Falle hier, umso näher wir am Ansprechdruck herankommen mit unserem Betriebsdruck, umso höher ist eigentlich hier die Schließkraft, umso höher wird die Kraft von oben. Also es erzeugt eine extrem hohe Schließkraft. Druck bis zum Ansprechdruck in diesem Falle hier. An der Genau, Stelle wir ganz reden. kurz noch eine Frage, Herr Oerding, wenn ich darf. Ja, natürlich, gerne. Kann es vorkommen, sobald der Sitzteller öffnet, wegen Druckausgleich wieder schnell zuschließt, also der Teller springt auf und zu? Das wäre in diesem Falle das Thema Eintrittsdruckverluste, wo wir ein schlagendes Sicherheitsventil provozieren können. Ja, aber je nachdem, wie die Anlagensituation, kann es zu diesem Zustand kommen, dass das Sicherheitsventil innerhalb, beziehungsweise pilotgesteuerte Sicherheitsventil innerhalb kürzester Zeit öffnet und schließt. Druck wird abgebaut, Druck baut sich wieder auf. Das entspricht dementsprechend der Anlagensituation. Also es kann passieren, ja. Okay, verbinden hier zwei unterschiedliche. Noch gerne einmal darauf eingegangen, auf das pilotgesteuerte Sicherheitsventil hier zu sehen. Erkennen Sie das sogenannte Pop-Action. Pop-Action bedeutet, das Medium, was ich gerade genannt hatte, was im Dombereich ist, das Medium, der Ansprechdruck würde hier weitergehen, das Medium würde durchfließen und irgendwann diesen Piloten, den stellen wir auf den Ansprechdruck ein. Und irgendwann erreichen wir den Ansprechdruck des Mediums, beispielsweise 10 Bar, die eingestellt sind. Dann schließt der Pilot den unteren Bereich, die Druckentnahmeleitung und gibt den Weg frei des Dombereiches und damit öffnet das Sicherheitsventil oben, der Dombereich, das Medium aus dem Dombereich wird hier abgelassen. Hier sehen Sie den kleinen schwarzen Austritt, der befindet sich hier am Piloten. Das ist der Unterschied, Pop-Action zu modulierend. Beim Modulierenden werden Sie gleich unterhalb des Pilotens erkennen, wir haben hier keinen Austritt.
Das Medium wird zurückgeleitet in den Austritt des Sicherheitsventils. Damit haben wir hier ein geschlossenes System, ein modulierendes Verhalten in diesem Falle. Es wird in diesem Falle nur so viel Medium abgeführt, wie auch erforderlich ist. Pop-Action, möglichst schnell die Anlagensituation entlasten, voller Hub, sofort innerhalb einer Öffnungsdruckdifferenz von 1% öffnet das pilotgesteuerte Sicherheitsventil, aber das Medium wird nach außen abgeleitet. Das sind die Unterschiede der zwei Piloten in diesem Falle. Gut, springen wir noch einmal in die Präsentation. Wir finden hier das Grundfunktionsprinzip eines pilotgesteuerten Sicherheitsventils, haben wir gerade schon einmal gesehen. Es gibt den normalen Betrieb. Der Dombereich oben füllt sich in diesem Falle durch unterschiedliche Flächenverhältnisse. Die Flächenverhältnisse des Dombereichs sind größer als des Eintritts. Hier noch einmal zu sehen, ist das Sicherheitsventil geschlossen. Jetzt erreichen wir den Ansprechdruck. Der Pilot gibt den Weg frei und das Medium des Dombereiches kann in diesem Falle hier austreten aus dem Piloten. Bei dem Modulieren, wie vorher genannt, wird es zurückgeleitet in den Austritt oder mit in den Austritt geleitet. Das andere Verhalten wird das Schließen wieder. Wir kommen unterhalb unseres Ansprechdruckes. Unsere Schließdruckdifferenz ist in diesem Falle hier erreicht. Der Dombereich kann sich wieder füllen und durch die unterschiedlichen Flächenverhältnisse erreichen wir wieder ein Schließen des Sicherheitsventils. An der Stelle noch mal ganz kurz eine Gerne. Frage. Wie sieht es bei pilotgesteuerten Sicherheitsventilen mit dem Gegendruck aus? Genau. Das nächste Thema wäre das Thema Gegendruck. Vielleicht können wir direkt. Ne, wir haben noch Ansprechdruck. Ne, alles gut, Anne. Wir machen das Thema. Okay, lassen Sie mich kurz darauf eingehen. Ich glaube, ich bin noch drauf. Springst du noch einmal auf mich? Ganz klar mit. Dann kann ich es Ihnen sofort erklären. Genau, top. Genau, wir haben Gegendruckverhältnisse, wo ich gleich nochmal drauf eingehe. Wenn wir Gegendruck haben für ein normales Sicherheitsventil, in diesem Falle hier, haben wir die Lösung des Faltenbalges, was ich gleich noch genauer erläutern will, der bis 50% bei API-Ventil, bis 35% bei einem normalen Sicherheitsventil arbeitet, stabil. Dann wiederum, wenn wir höhere Drücke haben, können wir mit dem pilotgesteuerten Sicherheitsventil gemäß unseren Anforderungen bis zu 70% des Ansprechdruckes hiermit ohne besondere Ausstattung, ohne besondere TÜV-Abnahmen oder ähnliches erreichen. Also 70% vom Ansprechdruck bei den pilotgesteuerten Sicherheitsventilen. Also deutlich ja, Gegendruck resistenter als ein normales Sicherheitsventil. Ein Vorteil des pilotgesteuerten Sicherheitsventils neben Einbauhöhe, Dichtheit bis zum Ansprechdruck und ähnliches. Okay, das nächste Thema wäre Ansprechdruck, Kalteinstelldruck. Darf ich noch mal ganz kurz eine Frage dazwischen werfen? Die Pilotventile dienen ja hier aktiv zu einer Steuerung, Regelung für einen konstanten Materialfluss, also Massenstrom. Entspricht diese Funktion nicht eigentlich einem Überströmer oder worin liegt der Unterschied? Ja, gemäß Regelwerke ist ein pilotgesteuertes Sicherheitsventil genauso eine unterschiedliche, ja, Anwendung, eine unterschiedliche Konstruktion des Sicherheitsventils. Also wir reden über eine Sicherheitsventileinrichtung, die gemäß Regelwerken so aufgebaut werden muss, diese Konstruktion entsprechen muss, so dass wir über ein Sicherheitsventil, in diesem Fall ein pilotgesteuertes Sicherheitsventil, zulässig ist und in diesem Falle regelwerkskonform ist. Und wir reden nicht über einen Überströmer, weil es geht immer noch um den Überdruck, den Bereich oberhalb des Ansprechdruckes abzusichern. Dann auch gleich die nächste Frage. Die Differenz Pressure Vor- und Nachventil, Inlet gegen Outlet-Line. Wie viel soll es sein in jeder Norm? Ist es richtig, dass es nicht mehr als 3% Offset Pressure oder So ist Inlet-Line es. und 10% Genau. Offset Ja. Pressure auf Outlet-Line ist? Es sind die 3% und die würde ich jetzt auch, damit ich einmal dorthin komme, einmal zurückstellen, kommt in Eintrittsdruckverlust. Schnappen wir uns gleich. Dann würden wir Ansprechdruck, Kalteinstelldruck, einmal in die Präsentation bitte zoomen. Wenn Wie ich ist der noch ganz Ansprechdruck? kurz eine letzte Sache noch, beziehen sich die Gegendrücke auf den totalen Gegendruck inklusive Druckverlust oder auf den konstanten Gegendruck? Bitte, das kam nicht an. Es war ein Entschuldigung, Haken. Können Sie beziehen nochmal? sich die Gegendrücke auf den totalen Gegendruck inklusive Druckverlust oder den konstanten Gegendruck?
Wir reden hier über den sogenannten Kalteinstelldruck. Und das ist in diesem Falle unser entscheidender Wert, worauf sich der Gegendruck bezieht. Sie haben gerade den Ansprechdruck gesehen und in diesem Falle wäre es aber der sogenannte CDTP-Wert, den ich jetzt einmal kurz noch erläutere, der sogenannte Kalteinstelldruck. Ich würde jetzt einmal weitergehen, damit ich die Themen noch schaffe. Sie sehen die Definition des Ansprechdruckes. Die Definition des Ansprechdruckes. Wir haben einmal den Initial Audible Discharge. Das ist der Ansprechdruck, den wir definieren. Das erste hörbare Geräusch. Hier unterscheiden sich gerade amerikanische Wettbewerber das sogenannte Popping, also das Pop-Verhalten. Dieses Verhalten wäre dementsprechend unser Sicherheitsventil eingestellt auf erstes hörbares Geräusch, öffnet bei 100%, also bei dem Ansprechdruck CDTP-Wert, den Wert, den wir beispielsweise eben definiert haben, als 10 bar. Ein weiterer Aspekt hier, ich springe eine Folie weiter, wäre das sogenannte Pop-Verhalten. Dort erreicht der sogenannte Pop-Punkt auf der Linie des Ansprechdruckes, also der volle Hub Wert beziehungsweise das schlagartige öffnende Sicherheitsventil muss hier schon beim Ansprechdruck erfolgen. Das sind die Unterschiede. Hier sagen wir aber natürlich dazu, es kommt, bevor wir die 100% erreicht haben, zu einer sogenannten Simmerphase. Also das Sicherheitsventil beginnt schon, bevor wir den Ansprechdruck erreicht haben, was natürlich zu Leckagen, bevor Ansprechdruck erreicht ist, führen würde. Deswegen stellen wir es auf erstes hörbares Geräusch ein. Danach wird gemäß Regelwerk sichergestellt, dass wir Öffnungs- und Schließdruckdifferenzen nicht überschreiten. Ich habe des Öfteren über den Kalteinstelldruck eben geredet, der sogenannte CDTP-Wert in diesem Falle. Der Kalteinstelldruck hier reguliert verschiedene Temperatureinflüsse. Temperatureinflüsse auf die Federhaube, Temperatureinflüsse auf die Federhaube, in diesem Falle die Feder wird weicher. Wir könnten den Ansprechdruck korrigieren in diesem Falle oder auch Gegendruckverhältnisse, die quasi berechnet kompensiert werden in diesem Falle. Also CDTP-Wert, Temperatureinflüsse und Gegendruckverhältnisse werden abgedeckt. Falls Sie auf Ihren Sicherheitsventil CDTP-Wert, diese beiden Werte sind korrigiert in diesem Falle. Stellen wir uns vor, 300 Grad in unserem Laser-Chatroom. Federwert weicher, wir müssen unseren dementsprechenden Wert hier korrigieren. Die Dichtheit von Sicherheitsventilen. Die Dichtheit von Sicherheitsventilen finden wir unterschiedliche Ausführungen. Wir haben die Gehäusedichtheit und die funktionelle Dichtheit. Die Gehäusedichtheit in diesem Falle sprechen wir über die Dichtheit nach außen. Es gibt verschiedene Punkte, die wir hier absichern werden in diesem Falle. Verschiedene Punkte, einmal zwischen Gehäuse, Federhaube, zwischen Federhaube und Kappe. Das sind die kritischen Merkmale, die wir quasi bezüglich Gehäusedichtheit mit Verfahren wie zum Beispiel einer Seifenflüssigkeit, die es abgesprüht wird. Es wird auf den Austritt Druck gegeben mit 6 bar in diesem Falle, 6 bar an dem Austritt. Wir können das Ganze absprühen und werden sehen, ob es eine Gehäuseundichtigkeit nach außen gibt. Funktionelle Dichtheit, hier sprechen wir über die Dichtheit zwischen Teller und Sitze in diesem Falle. Hier wichtig, wann ist überhaupt ein Sicherheitsventil, wann ist überhaupt ein Sicherheitsventil dicht? Ein Sicherheitsventil ist dicht. Die einzige Norm, die uns eine Blasenanzahl pro Minute, eine Leckage vorgibt, ist die API 527. Danach richten sich die meisten Sicherheitsventilhersteller. So auch wir. Wir schauen in die API 527, die uns bestimmte Verfahren vorschreibt, die uns bestimmte Blasen pro Minute vorschreibt. Bestimmte Verfahren, um auf das Thema eben zurück, die Frage auf eben zurückzukommen. Wir prüfen das Thema Dichtigkeit nicht gemäß API nur auf der linken Seite. Wir verschärfen etwas, stellen eine reale Anlagensituation dar. Das heißt, das Sicherheitsventil öffnet, hat dann eine Testdauer bzw. Liegezeit, eine Wartezeit und dann werden die Blasen pro Minute gezählt und nicht so wie gemäß API 527. Wir gehen direkt auf 90% und testen dann. Wir sagen, hey, die Anlagensituation des Kunden ist, wir haben ein Öffnen, einen Ansprechdruck, der erreicht wird. Danach schließt das Ganze wieder. Und danach ist die Testdauer, nachdem das Sicherheitsventil sich wieder gelegt hat. Das können Sie sich gerne im Nachhinein anschauen. Das ist die API 527, die Werte, die dort vorgeschrieben sind, die Werte, die wir angeben und intern dann rausgeben als Leser-Norm.
Das nächste Thema Gegendruck, wo wir drüber schon mal gesprochen haben. Gegendruck haben wir unterschiedliche Ventile. Wir haben eine Austrittsleitung, dort steht der Gegendruck an. Austrittsleitung, wir haben verschiedene Gegendrücke, die wir hier behandeln müssen. Das heißt, wir haben den Fremdgegendruck. Fremdgegendruck kann variabel oder konstant sein. Wenn der Fremdgegendruck in der Austrittsleitung ansteht, müssen wir schauen, welchen Fremdgegendruck haben wir eigentlich. Der kann konstant sein, es stehen dauerhaft 2 bar an, oder der kann variabel sein. Wir variieren zwischen 0 und 2. Dementsprechend haben wir unterschiedliche Lösungen. Nicht zu vergessen den Eigengegendruck, den wir schon genannt haben, der nur entsteht, wenn das Sicherheitsventil ausbläst. Das heißt, wenn er ausbläst ins geschlossene System, kann entstehen durch Rohrrauigkeiten, Rohrbögen, die im Anschluss folgen, dass wir Ruckstöße haben. Also dieser Druck entsteht, Gegendruck entsteht dann nur beim Ausblasen des Sicherheitsventils. Hierfür haben wir unterschiedliche Lösungen. Ja. An der Stelle vielleicht noch mal ganz kurz eine Frage. Können Sie noch mal kurz die ISO für die Berechnung der zwei Phasenströme nennen? Habe ich nicht im Kopf. Okay. Schreiben Sie mich gerne danach an, welchen Regelwerk genau, kann ich Ihnen nicht sagen. Müsste ich selber den Experten ranziehen. Da würde ich den Herrn, würde ich den Teilnehmer gerade mal bitten, im Nachgang die Frage einfach direkt an den Herrn Oerding zu adressieren. Genau, schreiben Sie mich gerne an und wir suchen einmal die Norm gemeinsam raus. Genau, die erste Lösung in diesem Falle hier wäre unser Faltenbalg. Faltenbalg Gegendruck kompensierend. Hier haben wir in diesem Falle Gegendruck kompensieren beim API bis zu 50% vom Ansprechdruck, vom CDTP-Wert, den wir vorher genannt haben. Erste Lösung, wenn wir Gegendruck haben. Diese Kombination kann alle Gegendrücke quasi ausgleichen in diesem Falle. Wir finden hier, das wäre der Faltenbalg. Ich weiß nicht, ob man ihn sieht. Ja, das wäre der Faltenbalg, ein Faltenbalg von innen, der quasi eine zusätzliche Fläche erzeugt und das Ganze kompensiert. Die nächste Lösung, da reden wir über 50% bzw. 35% von anderen Ventilen, ist das pilotgesteuerte Sicherheitsventil. Pilotgesteuerte Sicherheitsventile haben wir schon vorher einmal genannt. Diese kompensieren bis zu 70% vom Ansprechdruck. Also Lösung wären pilotgesteuerte Sicherheitsventil, haben wir einen ja, höher 35% bzw. 50% wäre eine Option. Es gibt auch noch sogenannte Supplementary Loading Systems, Zusatzbelastungen, die eine zusätzliche Druckluft per Kolben erzeugen. Also es gibt weitere Lösungen. Das wären zwei typische Faltenbalg einzubauen oder pilotgesteuerte Sicherheitsventile zu verwenden. An der Falls wir Stelle, das. wenn ich nochmal unterbrechen darf, einmal kurz den Nachtrag. Einer der Teilnehmer hat die Frage von eben beantwortet. Das ist die ISO 41 2610. Vielen Dank. Und dann gibt es auch schon die nächste Frage. Noch einmal kurz zur Dichtigkeit. Besonders Zyssen verlangen eine 100% Dichtheit ohne Blasenbildung. Wie sind die TÜV-geprüften Laserventile, wenn wir diese bestellen, ergänzend? Ich befürchte, es gibt verschiedene Herangehensweisen durch die Zyssen. Genau. In diesem Falle wäre es hier, wenn Sie die erste Option, müsste man natürlich genauer in die Anlagensituation gehen, aber die erste Situation, wenn wir null Blasen beim normalen Sicherheitsventil erreichen wollen, wäre die erste Option ein sogenannter O-Ring-Teller. Das heißt, die Dichtigkeit wird nicht metallisch auf metallisch erzeugt, sondern die Dichtigkeit wird erzeugt durch O-Ring, der auf der Sitzbuchse quasi abdichtet. Also das wäre quasi die erste Zusatzoption. Dann muss man natürlich bei O-Ring dementsprechend aufpassen. Gibt es Tabellen, die die Beständigkeit wiedergibt, FKM, FFKM, IPDM und die verschiedenen Werkstoffe, wo wir quasi einfach darauf achten müssen, hält es das Medium aus. Aber die erste Option wäre, null Blasen zu erreichen, einen sogenannten O-Ring-Teller zu verwenden. Um das Ganze abzuschließen, Gegendruck. Einmal in die Präsentation. Aufgrund der Zeit werde ich hier noch einmal durchklickern. Gegendruck, Sie haben gesehen, unterschiedliche Verhältnisse. Unterschiedliche Verhältnisse. Gegendruck, wir haben den Eigengegendruck, wir haben den Fremdgegendruck, konstant variabel. Dementsprechend gibt es verschiedene Lösungen. Schauen Sie gerne nachher noch einmal rein. Hier sind diese noch einmal aufgelistet. Sind wir kleiner bzw. kleiner gleich? 15% brauchen wir keine Lösung. Fremdgegendruck könnten wir bei Konstanten auch eine CDTP-Korrektur vornehmen. Wenn wir dauerhaft 2 bar anstehen haben, können wir auch auf 8 bar unser Sicherheitsventil einstellen. Nur möglich bei konstanten Fremdgegendruck, also eine CDTP-Korrektur.
Das letzte Thema für heute ist das Thema Eintrittsdruckverlust. Lange noch? Eintrittsdruckverlust. Eintrittsdruckverlust, wir reden von der Rohrleitung, vom Kessel. Wir haben hier das abzusichernde System auf der Seite. Wir haben eine lange Rohrleitung, die Sie hier sehen, dargestellt, die bis zur anderen Seite des Raumes geht. Wir haben unterschiedliche Rohrbögen eingebaut, bis wir beim High-Performance-Ventil angelangt sind, beim sogenannten Shattering. Also eine typische Funktion, Fehlfunktion des Eintrittsdruckverlustes kann das sogenannte Shattern sein. Wenn wir die 3%, steht auch nochmal nachher in der Präsentation, in dem Zusatzoptionen, was wir bekommen, steht drin, diese 3%, aus welchen Regelwerken stammen, aber das ist das System. 3% Drucküberschreitung am Eintrittsdruckverlust darf nicht überschritten werden. Das heißt, vom Kessel aus bis hin zum Eintritt des Sicherheitsventils dürfen wir beim Öffnen des Sicherheitsventils nicht über diese 3% gelangen. Genau, das kann zu Fehlfunktionen führen. Das sehen wir hier. Fehlfunktion, das sogenannte Shattering. Wenn wir die Anlage jetzt fahren würden, sehen wir das sogenannte Shattering. Shattering bedeutet schlagen. Ich werde hier einmal rüberspringen, gerne im Nachhinein einmal anschauen. Das sogenannte Schlagen des Sicherheitsventils. Hier einmal dargestellt, das ist das Ventil, was Sie gerade gesehen haben, die Fehlfunktion eines Sicherheitsventils, wenn wir das 3%-Kriterium nicht einhalten. Das geben uns die Regelwerke vor, unabhängig davon, dass wir beispielsweise hier im Chatroom bis zu 20, 30 deutlich höhere Prozentzahlen erreichen müssen, damit wir das Sicherheitsventil überhaupt zum Shattern bringen. Also das Sicherheitsventil ist stabiler. Aber 3% gibt uns die Regelwerke vor. Genau. Das Shattern hier einmal zu sehen. Das war das letzte Thema aus dem Leser-Chatroom. Ich hoffe, Ganz zeitlich kurze passt. Frage noch, Herr Oerding, sind die Animationen auch in den Vorträgen drin? Animationen sind nicht in den Vorträgen, das ist gerade da, ist ein PDF-Dokument, ist nicht, aber einfach mich anschreiben und wir machen im Nachhinein quasi, ich kann genauso diese Animation nachher zur Verfügung stellen für die Teilnehmer. Also, ja, wir, genau, schreiben Sie mich an, direkt. In der PDF nicht, aber im Nachhinein können wir sie gerne austeilen. Genau, vielen Dank, dass Sie heute teilgenommen haben am technischen Training. Das war ein Rundumschlag über verschiedene Fachthemen, die aus der Sicherheitsventiltechnik. Wenn Sie Lust haben zu weiteren Trainings, kommen Sie gerne vorbei. Wir werden auch noch weitere Webinare im Nachgang einbieten für verschiedene Themen, Gegendruck, Themen genauer darauf eingehen. Und dann werden wir auch die Demonstrationsanlage in verschiedenen Themen fahren lassen. Heute in der Theorie kennengelernt. Später gerne als Live-Demonstration und das Shattering live kennenzulernen hier. Ja, ich hoffe, es hat gefallen. Sind noch Rückfragen, Herr Hand? Soweit keine mehr. Sie haben alles hervorragend beantwortet. Vielen, vielen Dank für diesen ganz, ganz tollen Eindruck in Ihr Strömungslabor. Muss ich sagen, wirklich sehr beeindruckend. Ich glaube, das hat auch allen anderen Teilnehmern gut gefallen. So scheint mir der Eindruck. Und wenn noch Fragen sind, dann können die im Nachgang gestellt werden. Gerne. Ich stehe für alle Fragen offen. Klar. Genau. Ich bedanke mich recht herzlich und wir schalten dann jetzt als nächstes zu dem Thema Berstscheiben und Sicherheitsventile in Kombination. Nochmal herzlichen Dank nach Hamburg. Viel Spaß bei der weiteren Veranstaltung. Tschüss. Danke, tschüss.